Leute. Challenge Time. Challenge Time. Oh. Ja. Ich wurde gechallenged, meine Lieben. Hätte mir vor 2 Jahren noch jemand gesagt, ich mache mal bei irgendeiner bescheuerten YouTube-Challenge mit. Ich habe gesagt, ja, bestimmt nicht. Nein, so ändern sich die Zeiten. Es ist nichts los. Leute, es ist Corona. Es ist nichts los. Macht Zeit. Man kann ja sonst nichts machen. Also, 4 Whiskys, 3 Nominierungen. Ihr habt es vielleicht schon gehört. Der liebe Chris von Whiskillerie, Grüße, mein Hase, hat mich nominiert. Und ich mache jetzt mal mit. Also, kommen wir mal zu den 4 Whiskys. Es geht los. So ein Easy-Sipping-Dram, irgendwas, was man an einem Dienstagabend einfach mal so genüsslich vor sich hin süppeln kann, ohne dass es mal komplex wird, ohne dass es irgendwie zu anstrengend ist. Ich habe mich entschieden für Ben Romach, 15 Jahre, 43 Volumenprozent Alkohol, nicht zu anstrengend, außerdem eine leichte Rauchigkeit, die aber auch nie zu anstrengend wird. Ich weiß gar nicht, ob es der auch ist. Ich glaube, die reifen immer ihr Zeug in First Fill Sherry und Bourbon-Fässern. Ob es jetzt hier auch Sherry, First Fill ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das wäre so meine erste Wahl. Ben Romach, 15 Jahre. Ne? Zweite Kategorie war, was nehme ich mit auf eine Party? Party, Leute, ich bin ja so ein richtiges Partyhäschen. Ach, ihr tragt mich früh um 7 noch nicht aus dem Club, weil ich gar nicht genug bekomme von der ganzen Feierei. Ich bin auf dem Weg auf eine heiße Party, 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 till my pants fall off. Und möchte noch kurz einen Whisky mitnehmen, weil ich weiß, da gibt es eine Scheiße zu trinken und möchte was Anständiges haben. Was nehme ich mit? Supermarkt, Tanke. Lafite 10, Leute, gibt es da überhaupt irgendwas zu überlegen? Lafroig 10, ich habe nur den Cask Strength, ihr müsst euch das hier wegdenken, aber ansonsten Lafite 10. Geiles Teil. Vor allem der Vorteil ist natürlich, in der Regel riechen alle dran und denken sich, was ist das denn? Gehen angewidert weg, das heißt, es bleibt mehr für mich. Das ist natürlich ein Vorteil. Und die 2 Leute auf der Party, die es geil finden, mit denen hat man ein interessantes Gesprächsthema. Ist doch super. Lafroig 10 von der Insel Islay, der muss mit auf jede Party. Nächste Kategorie war, ich möchte einem Einsteiger, der schon so ein bisschen was probiert hat, aber jetzt noch nicht wahnsinnig dabei ist, dem möchte ich was geben, um zu sagen, yo, das möchte ich dir zeigen, damit du mit dem Thema Whisky weitermachst. Und da entscheide ich mich, habt ihr geglaubt, es gibt keinen Couvreur, für den Couvreur, Michel Couvreur Overaged. Ich habe jetzt nur den in Fassstärke. Ich würde für den Einsteiger natürlich den mit 43% nehmen. Der schaut genauso aus, hat hier oben nur ein schwarzes Siegellackzeugs drauf. Der ist wunderbar. Du schmeckst keinen Alkohol. Der hat fast eine fruchtsaftartige Süße. Der ist trotzdem tief und komplex und ist eine absolute Sherrybombe. Was bestimmt ganz interessant ist, mit 43% überhaupt nicht überfordernd und bringt auch schon so einen Touch Rauchigkeit mit, wo man reinschmecken kann, ist das vielleicht was Interessantes. Michel Couvreur Overaged mit 43 Volumenprozente. Das soll es also sein. Ich glaube, da haben Einsteiger, glaube ich, auch schon wirklich Spaß mit, aber es überfordert vielleicht nicht sofort. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß gar nicht, was der aktuell kostet. Kostet natürlich auch schon ein bisschen mehr als so die klassischen Einsteiger-Whiskys. Aber es geht ja darum, ihnen was zu zeigen, um sie vielleicht für das Thema Whisky zu begeistern. Ne? Um ehrlich zu sein, könnten wir wahrscheinlich auch sagen, hör auf mit dem scheiß Thema Whisky. Trink mir meinen Stoff doch nicht weg. Wenn du irgend so ein dummes Hipster-Thema brauchst, dann weiß ich nicht. Trink Gin. Nein, egal. Und als letzte Kategorie. Ich möchte einen langjährigen Whisky-Enthusiasten begeistern. Ich den von den Socken hauen. Der Chris, der mich eben nominiert hat, hat den Glengoyne 25 vorgestellt. Ich dachte mir, ich bin natürlich eine absolute Edelbitch. Ich übertrumpf ihn mal. Glengoyne 28 Jahre. Ne? War eine Abfüllung, ist mit Abfüllung für einen Travel Retail exklusiv. Wo ich immer ein bisschen vorsichtig bin und nicht so wirklich weiß, ist das nicht nur überteuerter Quatsch. Teuer ist er, das auf jeden Fall. Hat irgendwie, glaube ich, 300-400 Euro sowas in dem Dreh gekostet.
Aktuell gibt es ihn, glaube ich, eher nicht. Also außer halt zu so Zweitmarktpreisen, wo man, naja. Wie kriegst du noch nicht mal auf? So, Glengarry 28 Jahre alt, gereift über die vollen 28 Jahre in First Fill Sherryfässern, Oloroso Sherryfässern, große Box, ne? So sieht das Fläschchen aus, ist natürlich erwartungsgemäß relativ dunkler Stoff. Und zwar 28 Jahre First Fill Oloroso Sherryfässer. Ja, habe ich das so gesagt? Ich glaube schon. Glengoyne eben auch dafür bekannt, dass sie viel europäisches Holz benutzen und so. Ein fantastischer Whisky. Mache ich sicherlich irgendwann separat nochmal ein Video dazu, um euch den so ein bisschen näher vorzustellen. Aber das ist sicherlich einer. Zum einen gibt es ihn eben jetzt nicht dauerhaft verfügbar irgendwo. Und zum anderen ist das sicherlich was, wo man viele, zumindest Leute, die halt auf Sherry Whiskys stehen, wirklich begeistern kann damit durch seine extreme Tiefe und ja, dem würde ich den Leuten gerne einschenken. So, das wären meine 4 Whiskys. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich jetzt 3 Leute nominieren. Und ich weiß jetzt natürlich nicht zum Zeitpunkt, wenn ich es dann hochlade, wenn ihr schon nominiert seid, dann ist es halt so. Ich würde auf jeden Fall nominieren Simon von Whiskey Violence, sorry, den Ronny von Worldwide Whiskey und den lieben Whiskey Jason. Die würde ich jetzt einfach mal nominieren. Whiskey Bubble hat schon gemacht und der Tomek von Whiskey Gold, die haben alle schon gemacht. Ich glaube, ihr 3 war zumindest zu dem Zeitpunkt, wenn ich den Quatsch hier drehe, noch nicht dran. Vielleicht habt ihr Lust mitzumachen, ansonsten lasst es halt bleiben. Ne? Das war mein fantastischer Beitrag. Die 4 Whiskys, falls ihr euch fragt, sind übrigens die einzig richtige Antwort auf die Fragen. Also alle anderen, die andere Sachen erzählen, haben Unrecht. Sollte klar sein. So. Und das reicht jetzt auch mit dem Blödsinn. Bis bald.